Herkese merhabalar. Geçenlerde sokağın ortasında bulduğum olan bir yavru kedi vardı. İsmini Taner koymuştuk. Yavru kedinin kimsesi yoktu. Beyaz, hafif tekir bir kediydi. Onu da eve getirdim ve evin içinde baya bir oynamıştı, baya bir canlanmıştı, baya bir eve alışmıştı arkadaşlar. Bir anda kedi baya bir sessiz kalmaya başladı. Yani baya bir durgun durmaya başladı. Bunun üzerinde ben de tabii ki bunu hemen veterinere götürdüm. Ve baktırdık kediye. Kedinin de bir enfeksiyonu var demişti veterinerler. Hemen bir ilacını yaptılar. Ateşi yoktu öyle diyeyim ben size. Yani bir grip yakalamıştı kedi. 2 gün üst üste veterinere götürdük. Ve karantinada kalmasına devam etsin dedi bizim veterinerler. Çünkü ister istemez evde baya bir yavru olduğu için o da bulaştırıcı bir hastalığı yakaladığı için orada yalnız kalsın dedi veterinerler. Ama aynı zamanda başka bir hastadan bir kedi vardı aynı zamanda. O da birlikte kaldılar. Dün de kedi de yine baya bir durgunluk gördü, zayıflık gördüm. Yemek yememeye başladı. Kendim onu enjektörle besledim. Ve hemen tabii ki şüphelendiğim için sabah ilk olan işim veterinere götürdük. Veterinere bakar bakmaz hemen dedi. Bunun da zaten iyi değil dedi. Yani dün de feliserin, plastelin ilaçla kullandık sonra kediye. Ve dedi inşallah yaşar dedi veterine. Yaşarsa yarın bir daha getirin. Çünkü artık hissettiler yani iyi olmadığını kedinin. Yine bir feliserin iğne yaptık ve deri altı bir sıvı serum yaptı bizim veterinerler. Ve eve getirdikten sonra yerleştirdim ve maalesef 1 saat sonra kaybettik yavruyu. Yani bu da beni bayağı bir ister istemez bayağı bir etkiledi, bayağı bir üzüldüm. Çünkü kedi öyle bir durumda görmem gerçekten iyi olmadı yani. Çünkü bayağı bir uğraştım kedi için. Niye için eve getirdim? Daha iyi bir yaşaması için eve getirdim. Sokakta buldum, getirdim. Sahip çıktım, tedavi ettirdim. Kedilerle kaynaştı. Ve ilk defa üst üste bu sene 2 tane yavru kedi kaybettim. Öyle diyeyim ben size. Geçen sene zehirlenen bir yavru kedi vardı. Onu bir de kurtardık yani ama. Böyle durumlarda gerçekten ne yapacağımı bazen ben de bilmiyorum ama maalesef ölüyorlar. Öyle diyeyim ben size. Allah kimsenin başına getirmesin arkadaşlar. Ama gerçekten çok kötü bir durum. Çünkü bayağı uğraştım gece gündüz o kediyle. Ama maalesef kurtaramadık arkadaşlar. Ama diğer karantinada olan arkadaşı daha iyi. Yani yarın da veterinere götüreceğiz. Onu kurtardık sayılıyor zaten. Birkaç gün önce zaten kedi gençlik hastalığı yakalanan olan yavru kedi de iyileşti. Ve şu anda kedilerin içinde katıldı zaten burada arkadaşlar. Onu da zaten biraz sonra hepsini size göstereceğim. Guten Abend und herzlich willkommen zu Cats and Goats zum Livestream. Es geht heute darum, dass ich leider, egal was ich gemacht habe, unsere neue Katze, die weiße, die leicht getigerte Katze, Tanner, die gut 8 Wochen alt war, leider heute gestorben ist. Ich hatte die auf der Straße gefunden, bei mir in der Einkaufsstraße, wo ich meinen Laden hatte. Und die war sehr klein und die tat mir leid und die habe ich dann mitgenommen nach Hause, damit sie ein besseres Leben hat. Und dann hat sie hier zu Hause gelebt. 2, 3 Tage war die sehr aktiv, sehr, sehr sympathisch, auch mit den anderen Katzen hat sich sehr gut angefreundet. Aber dann wurde sie auf einmal sehr schwach, sehr ruhig und das hat mir natürlich auch sofort Angst gemacht, weil ich auch eine große Erfahrung mit den Katzen habe. Und dann habe ich sie dann sofort zum Tierarzt gefahren und sie hatte eine Infektion gehabt, also er hatte eine Infektion gehabt und dann haben sie 2 Tage eine Infektionsspritze für die gemacht und Vitamin und Antibiotikum. Und dann hieß es, die muss am 3. Tag nicht kommen, aber die soll in der Quarantäne bleiben. Und zwar noch eine andere Katze, mit der sie in Quarantäne war. Und der geht es natürlich ein bisschen besser. Und die sollten dann in der Quarantäne bleiben. Und gestern habe ich gemerkt, dass sie ein bisschen schwacher ist und dass sie auch gar nicht frisst. Und dann habe ich die sofort in der Früh gleich zum Tierarzt gefahren. Und der haben schon gesehen, dass es ihr nicht gut geht, weil ich sie gestern mit der Spritze gefüttert gehabt. Dann hat der Tierarzt gestern und heute Feliserin Plus die Medizin gemacht für die Katze und hat auch ein Serum unter der Haut gemacht, weil die hat sehr, sehr viel Feuchtigkeit verloren im Körper. Und der Tierarzt meinte, wenn die nicht sterben sollte, bringen Sie bitte morgen wieder mit. Und ich habe sie dann auch mit nach Hause gebracht und wollte sie dann auch mit in den Laden nehmen, um sie zwischendurch zu füttern. Und während ich mich fertig gemacht habe und wollte dann in den Laden fahren, und dann wollte ich in den Zimmer gehen und sie in den Karton tun. Und dann habe ich gesehen, dass sie leider gestorben ist. Und das hat mich leider auch sehr, sehr mitgerissen gehabt, denn man versucht auch sehr viel zu machen, dass die ein besseres Leben haben. Ich hatte ihn auf der Straße gefunden gehabt, um ihm ein besseres Leben zu schenken, damit es ihm auch gut geht. Und dann ist leider hier,
jetzt in 10 Tagen leider gestorben. Und es passiert nun mal. Man kann auch nicht alle Tiere retten. Aber es ist zum ersten Mal, dass jetzt hier mir sowas passiert ist, dass zwei Babykatzen, um die ich mich sehr gut gekümmert habe und alles für sie versucht habe zu tun, dass sie jetzt innerhalb von ein paar Tagen zwei Babykatzen hier bei mir gestorben sind. Das ist für mich auch natürlich ein sehr, sehr schwieriger Moment und auch ein Moment, der mir auch sehr, sehr weh tut. Aber den anderen Katzen geht es gut. Die kleine Gretel hat die Katzenstaube endgültig überlebt und die Babykatzen von Luna geht es auch besser mit den Augen. Und ich habe ihnen auch gerade Augentropfen gemacht und ich werde euch natürlich gleich die anderen Katzen alle zeigen. Dann zeige ich euch die mal jetzt. Şimdi size bütün yavru kedilerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi elimizden geleni yapmaya çalıştık arkadaşlar. Ama maalesef bazen ne yapsan da elden bir şey gelmeyince yani keşke hepsi ölmeseler, keşke hepsine sahip çıkabilsek ve her zaman bunlarla birlikte yani yaşabilsem burada yani öyle diyeyim ben size. Çünkü sahiplendim onun olan yavru kedileri gerçekten yani bir tek bunlar değil tüm kediler severim de ama sahiplendim olan yavru kediler gerçekten ölümden dönen yavru kediler genelinde. Ve her zaman da bu sevgi de bitmeyecek kesinlikle ve her zaman devam edecek. Ayrıca benim ilk göz ağrım aşkım, benim ilk kedim size birkaç kez zaten onu gösterdim. O da veterinlere götürdüm. Kulağında baya bir kaşıntı var, bir ağrısı var. O da bir tümör var kulağında. Şimdi birkaç gün orada kalacak ve tedavi görecek. İnşallah ameliyat olmadan iyileşir ve tıraş ettireceğiz o kediyi ve ondan sonra eve getireceğiz arkadaşlar. Jetzt geht es auch um meine erste Katze Aşkım, die ist 16 Jahre alt, die ist auch jetzt beim Tierarzt, weil die eine starke Verletzung hier am Ohr hatte und auch ein bisschen Blut hatte. Und die hat jetzt einen Tumor im Ohr, hat der Tierarzt gesagt, die bekommt jetzt einen Tage Medizin und der hofft natürlich auch, dass der ohne ein OP zu machen, dass sie auch zu retten ist. Aber ich werde sie auch frisieren lassen, dass die auch das lange Fell zurzeit nicht mehr hat dann, ne? So, und jetzt fangen wir hier an mit den Katzen. Das ist hier noch eine kleine Katze ohne Name. Eine Katze, die sehr, sehr anhänglich ist. Mittlerweile mit der scheuesten Mama in der Siedlung. Bu da bizim en ürkek yavru kedi. Yani anneden bu yavru kedi. Öyle diyeyim ben size arkadaşlar. Bizim evin içinde yaşıyor şu anda. Ve bununla birlikte. Bunlar bizim Toni'nin yavruları. Das sind die Babys von Toni. Und die haben die scheuesten Mama hier im ganzen Siedlung. Und die sind mittlerweile sehr zahm und sehr anhänglich. Genau wie die Mini auch, mit denen sehr viel Zeit verbringen. Bizim Mini de hep bunlarla birlikte takılıyor arkadaşlar. Ve bunlar zaten ölümden döndürdük. Ve inşallah bunların başına bir şey gelmez. En kısa zamanda bir aşılattıracağım bunları. Ama şimdi evin içinde bir hastalık olduğu için biraz beklememiz lazım. Çünkü hastayken bir yavru kedi aşı yapılmaz zaten. Ich möchte die auch alle jetzt impfen lassen, aber wenn man die jetzt impft, muss man da ein bisschen warten, weil es jetzt gerade eine starke Krankheit hier im Haus gewesen, die Katzenstaube und mehrere Infektionen. Und wenn eine Katze jetzt das Virus hat oder wenn es denen nicht gut geht, muss man da ein bisschen warten mit der Spritze, mit der Impfung. Aber auf jeden Fall werden sie jetzt alle demnächst auch geimpft. Und das ist hier vorne unsere Katze, die die Katzenstaube überstanden hat. Oder kedi gençlik hastalığı olan atlatan yavru kedimiz Gretel arkadaşlar. Das ist die starke Katze, die tapfere Katze, die die Pannleukopfie überlebt hat und mittlerweile auch die Quarantäne von der vorbei ist und auch hier jetzt mit den anderen wieder lebt. Und dann haben wir hier unsere kleine Katze Bagheera und die spielt auch gerade. Bu da bizim yavru kedimiz Bagheera arkadaşlar. Bakın bayağı hareketli. İnşallah öyle de kalır. Bugün de kuru mama yemeye başladı. Die hat heute angefangen Trockenfutter zum Fressen. Also das ist die kleinste Katze hier im Haus. Yani evin en küçük kedisi öyle diyeyim ben size. Yaklaşık 6 haftalık. Yani bizim Frosch zaten bakın şu kedi 3,5 haftalıktı bu bulduğumda. 4 yaşına geldi şu anda.
Das ist der Frosch, der war 3,5 Wochen alt, wo ich sie gefunden hatte. Und die ist jetzt mittlerweile 4 Jahre alt. Und man sieht auch, wie anhänglich hier die Kleine ist, die noch keinen Namen hat. Bakın bu da bana çok bağlı arkadaşlar ama buna daha isim bulamadık. Die ist immer in meiner Nähe, aber für die habe ich noch keinen Namen. Und schaut mal, Bagheera ist hier am Spielen. Die kleine süße Maus, die mir von Çolaklı, vom Hotel gebracht wurde, vom Syral Resort Hotel, die da gefunden wurde, in einem Karton durch die Gegend getragen wurde, die Kuhmilch bekommen hatte und nur geschrien hatte und jetzt hier fast 2 Wochen bei mir ist und sich auch sehr, sehr wohl fühlt und ich auch natürlich alles dafür tun werde, damit es ihr gut geht. Und sie hat sich gut angefreundet mit den beiden Getigerten. Schau mal, das sieht man auch richtig, dass das gute Freunde sind. Schau mal, die liegt jetzt da auf dem Rücken und spielt mit der Getigerten. Das sind beides Weibchen. Und diese drei sind sehr, sehr gute Freunde geworden. Und der Taner, der heute leider gestorben ist, war mit denen auch sehr, sehr gut befreundet. Der hat mit denen sehr, sehr viel gespielt. Mit der Bagheera, mit den beiden Geschwistern da. Und schau mal, die Gretel schaut da nur zu. Gretel, der izliyor bunlarla. Bir türlü arkadaş olamadı arkadaşlar. Also, die Gretel will sich mit denen nicht anfreunden. Aber schon mal, Bagheera hat heute zum ersten Mal Trockenfutter gefressen. Und diese hier ist wirklich sehr, sehr anhänglich. Die ist immer bei mir. Und Onkel Ole ist auch immer dabei. Onkel Ole. Und die wird einfach gestreichelt werden. Diese kleine hier. Und Bagheera und die andere spielen da gerade schön miteinander. Und die schaut nur zu. Und ich habe heute Mittag schon ein Video gemacht gehabt, dass Baby Luna ihre Katzen hierher gebracht hat. Schaut mal, liebe Leute. Unsere Katze Baby Luna hat die Katzen hergebracht. Die sind auch in Behandlung. Ihren Katzen geht es viel, viel besser. Bizim bebek Luna'nın yavruların gözleri çok çok daha iyi oldu arkadaşlar. Ve şimdi damla zamanı. Bir damla yapmam lazım bunlara. Bir damlaya getireceğim. Bir saniye. Yani bir damla yapayım bunları her akşam. Ich muss mal kurz für die Babys von Luna die Augentropfen machen. Ich werde mal ganz kurz hier die Tropfen holen, weil die bekommen 2 Tropfen und Creme. Das schon seit ein paar Wochen. Tamam, stres yapma, stres yapma. Tamam. Und man sieht, den Augen geht es schon ein bisschen besser. Den Augen geht es schon ein bisschen besser. Yani gözleri daha iyi durumdalar arkadaşlar. Hier, der Ole sitzt auch da. Ich weiß jetzt nicht, wo habe ich den Deckel hingetan von der Medizin.
Schauen, wo ich den Deckel hingetan habe. Die kleine Bagheera ist da am Spielen. Ich habe jetzt den Deckel gefunden. Und das ist Bagheera. Und die anderen, die Babys von Luna, die schlafen jetzt wieder und die bekommen später nochmal Augencreme. Ah ne, das eine Baby ist hier in dem Röllchen. Seht euch das mal an hier. Bu da Bebek Luna'nın yavrusu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Das ist das Baby von Baby Luna. Und die Geräte muss ich dann natürlich gleich einmischen. Und sie spielen so gern mit dem Röllchen. Bununla çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Çok oynamayı seviyorlar. Schaut, sogar Bagheera kommt damit zu und ist neugierig, was da rasselt. Hatta Bagheera da gelip merak etti. Na, Gretel, sei froh, dass die Mama nicht da ist. Willst du so oft das Baby attackieren, dann schlägt Luna dich gleich wieder. Yani çok sevin ki Luna burada değil, onu bir görse Luna seni döver. Ama şu ufak siyah kedi var ya, onu da Luna kabul etmedi. Gerçekten çok üzdü beni. Neredeyse kendi yavruların boyunda. Çok farklı bir boy değil. Ich finde es auch wirklich schade, dass Baby Luna hier... Jetzt kommt Luna. Auch ganz, ganz schade, dass hier Baby Luna die schwarze Bagheera nicht anerkannt hat, nicht akzeptiert hat. Die sind ja ungefähr im gleichen Alter. Hier schaut mal, jetzt ist Bagheera und das Baby von Baby Luna nebeneinander. Und ich finde es wirklich schade, dass sie es nicht anerkannt hat. Und das sind jetzt hier, wie gesagt, die Babys hier bei mir zu Hause. Und Bagheera tobt auch da in dem Rohr gerade rum. Bizim Bagheera da şu anda orada oynuyor arkadaşlar. Jetzt spielt sie mit dem Baby von Baby Luna. Ja, Bagheera, du kannst es doch mal versuchen, zu Baby Luna zu gehen. Vielleicht akzeptiert sie dich ja doch. Vielleicht bekommst du doch noch ein bisschen Milch. Komm weg da, Luna schaut dich böse an, Gretel. Nicht, dass sie dir was tut. Oradan hemen geri dön, Gretel. Bebek Luna sana ters, es bakıyor oradan. Şimdi sana da bir şey yapmasın orada. Ja, Luna, schau mal, die spielen alle mit deinem Kind. Die sind nicht so böse, wie du denkst. Und da hinten sind... ...andere Baby. Und Baby Luna schaut sich das an. Es scheint alles okay zu sein. Schau mal hier. Zack.
kann froh sein, dass das Röllchen ein Loch hat oben, dass er genau dort durchgekommen. Und da sieht man jetzt, wie gesagt, lasst bitte die Barriere nicht so doll, bitte. Ja, dir. Ja, du bist krass, ich gerade zu sehr reingesteigert. Ich muss jetzt hier eingreifen. Schimde bisim. Schimde bisim. Şimdi bizim kedi de aldık burada. Ve çünkü aşırı dövüyordu orada. Schaut mal. Und da ist jetzt das andere Baby. Das Mikrofon hackt schon wieder. Etwas, das ist aber komisch. Bei mir zeigt alles ganz okay an. Ich verstehe das wirklich nicht, warum das so ist. Ich drehe mal hier nochmal überall. Gretel, wenn du jetzt wieder Bagheera haust, dann kommst du ins Zimmer. Dann ist Schluss hier. Du darfst mit der spielen, aber du sollst sie nicht verprügeln. Yani bir de onu döversen şimdi odada hapsedeceğim seni. Bunu da söyleyeyim sana. Hak mein Mikrofon noch? Mikrofon hala gelip gidiyor mu acaba? Das rauscht sehr laut. Jetzt müsste es, glaube ich, besser sein. Mein Mikrofon. Ich habe jetzt alle Stecker rausgemacht und nochmal reingesteckt. Also die Gretel ist irgendwie sehr, sehr grob heute zu den anderen. Jetzt kommt Mini noch dazu. Und hier sieht man jetzt, dass Bagheera hier ganz alleine mit der Maus spielt.
Und da muss ich Gretel gleich natürlich sofort wieder einmischen. Dass Bagheera weggegangen ist von der Maus. Und Baby Luna putze ich hier auch auf dem Sofa. Und ihre Babys sind wieder ins Nest gegangen. Ich habe heute Mittag schon. Oh. Doch, Luna, was attackierst du mich? Ich mach doch nichts. So, Luna hat mich gerade angegriffen am Arm. Und zack, geht's jetzt runter. Der denkt echt, ich würde ihnen wenigstens was tun. Unglaublich. Luna, hör mal, Müdalette. Ja, jetzt ist hier Gretel wirklich sehr frech und schaut jetzt hier, was Mini hier macht. Jetzt hat Mini hier alles durcheinander gemacht. Die ist natürlich auch eifersüchtig, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommt, seitdem die Babys so sind, dass eben die Babys da sind. Aber ich komme noch nicht bei allen hinterher. Ja, schaut mal hier, da hinten. Also die tun einem wirklich leid und daher nehme ich die alle auf, aber dann sind die Alten immer eifersüchtig, weil ich mich nicht um sie so gut kümmern kann. Und jetzt kommt Bagheera wieder. Und die Babys von Luna sind raus aus dem Nest. Die sind jetzt wieder raus aus dem Nest. Luna'nın yavruları yuvadan geri çıktılar arkadaşlar. Ve Luna onları temizliyor şu anda. Und Baby Lena ist jetzt draußen mittlerweile. Bizim Baby Lena, bizim sarı kedi de Peanut baya bir arkadaş oldular. Dışarıda kalıyor onlar arkadaşlar. Bu ufak yavrularla takılmıyorlar pek. Onları da size tabii ki şimdi göstereceğim daha. Ich werde euch gleich natürlich auch Baby Lena und Peanut noch zeigen, die draußen sind. Das eine Baby, was vom Auto rausgeschmissen wurde, ist beim Tierarzt. O arabadan atılan yavru kedi veterinlere bıraktım arkadaşlar. O da hastaydı. Onu da her gün götüremiyorum zaten yakalayamıyorum. Onun için orada bıraktım tedavide. Bizim. Kedimiz. Na komm, geh damit hin, geh damit hin. Ha, los, Grete. Jetzt gibt sie den Babys Milch. Na los, geh damit hin. Luna, bitte, sei nicht so aggressiv. Du kannst doch der Bagheera auch Milch geben. Du hast doch genug Milch, oder nicht? Los, geh zu Baby Luna. Geh einfach mit dazu. Na los, Bagheera. Luna, wenn du sie haust, ne, dann bin ich sauer auf dich. Sie will da nicht mehr hin. Machen schon da. Luna, yavruları emzirecek. Ve keşke Bagheera da gitse, süt içse diye düşündüm. Ama Bagheera gitmedi arkadaşlar. Peanut, seine Augen sind ein bisschen besser, aber ich habe den versucht heute auch zu fangen zum Tierarzt zu bringen. Als er mich gesehen hat, ist er so weggelaufen. Er hat wahrscheinlich geahnt, dass ich ihn zum Tierarzt fahre. Aber der hat keine Chance. Morgen werde ich ihn fangen, denn morgen werde ich den Laden ein bisschen später aufmachen, um 17 Uhr. Und da habe ich genug Zeit, den Peanut zu fangen. Und dass das auch sicherlich klappen wird. Und da sieht man jetzt hier Baby Luna, wie sie ihre Babys Milch gibt. Das ist schon kein einfacher Job hier mit den ganzen Katzen, das sage ich euch. Yani o kadar da kolay göründüğü gibi değil bu kadar kediye bakmak arkadaşlar. Bunu da
size söylemem lazım. Das muss ich euch schon sagen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Da sieht man jetzt, wie Luna ihren Babys die Milch gibt. Ve bugün dediğimiz gibi maalesef karantinada olan yavru kedimizi kaybettik arkadaşlar. Çok uğraştık yaşaması için. Ama maalesef yaşamadı. Und heute, wir haben heute wirklich sehr, sehr viel versucht und alles getan, damit die Babykatze überlebt. Aber es hat leider nicht geklappt. So, und das waren jetzt hier die Katzen alle zu Hause. Baby Len, Baby Luna und ihre Babys, die Bagheera, die Grete, die zwei Geschwister. Habt ihr jetzt alle gesehen. Und denen geht es allen gut, die hier jetzt gerade da sind. Wir haben noch eine in der Quarantäne. Und die muss morgen nochmal zum Tierarzt. Und wie gesagt, Baby Lena und Peanut sind draußen. Und die zeige ich euch dann morgen in aller Ruhe, die Babykatzen, also Baby Lena und Peanut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Evet arkadaşlar, dediğim gibi maalesef bir yavru kedimizi kaybettik ve bugün size geri kalan yavru kedilerimizi de gösterdik. Bizim Peanut ve bebek Luna, bebek Lena dışarıdalar arkadaşlar. Ve yarın Peanut'la tedaviye götüreceğiz arkadaşlar. Burada olan yavruların durumu iyi. Bu da kedi gençlik hastalığı atlattı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.